Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Tier 10. Beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht die neue Folge, sondern es ist die zweite Runde in der aktuellen Folge, aber mit einem anderen Zugpartner und zwar mit dem lieben Alcaramba, aka Andy. Hallo. Hi Rio. Oder Andy, aka Alcaramba, wie man es nennen möchte. Kann sagen, Ja. was man will. Ich immer noch mit meinem 5020, immer noch in der mit der Hoffnung, dass es irgendwie mal was wird. Oder auch nicht, weiß es nicht. Ich habe mit dem Teil Pech. Ihr habt die letzten Folgen ja gesehen, aber ich traue mich jetzt wieder ran. Also, ich muss jetzt mal wieder mich ein bisschen mit dem anfreunden. Ich muss sanft über das Rohr streichen und sagen: Komm, AMX, mein lieber Franzose, Also, öffne dich mir. eine gewisse Wortwahl, die legst du doch nur an den Tag, wenn ich auch dabei bin. Sanft übers Rohr streicheln, das ist noch eine Vorlage für mich, dieses. Ja, tatsächlich rede ich aber auch oft so in meinen einzelnen Parts. Also ich liebe ja meine Panzer, muss ich dazu sagen, nicht wahr? Und Ja. nee, Merkst du dann auch eine spürbare Veränderung am das ist Rohr? immer diese sexuellen Spannungen, die da auftreten, das ist irgendwie, das liegt wahrscheinlich dann mit dabei, dass du mit dabei bist eben, ne? Okay, Also, also du meinst sonst weil ist ich ja es. dann einen Partner, Zugpartner habe, aber Okay. ich glaube, wenn Grimmi dabei ist, rede ich auch manchmal so. Und Grimmi redet auch manchmal so, ich weiß es nicht. Aber dann ist nicht seine sexuelle Schwingung dabei. Ja, genau, ja, also er reagiert darauf dann anders vielleicht. Ah, okay. Ne? Ja, alles Also es klar. ist ja auch alles natürlich immer ein bisschen witzig gemeint. Wir Bin ja. streicheln alle Nö. liebend gern unsere Rohre, das muss man auch mal dazu Ich sagen. bin ja ein halber Entertainer, muss man sagen, nicht wahr? Ist man ja heutzutage auf YouTube. So YouTube. sagt man ja, ne? Ich bin Entertainer, ich mach das, um Leute zu entertainen. Das klingt jetzt schon fast nach einem ProSieben-Werbespruch. Um groß rauszukommen. So, aber ich habe heute auch endlich mal wieder angemessene Frames. Nicht so wie beim letzten Part oder letzten Mal, wo ich aufgenommen habe. Da warst du mit dabei, glaube ich sogar. Da habe ich ja noch gesagt, hier ist ja alles so verstellt. Das stimmt, ja. Weil ich Das ja das soll da mit neu dem. aufgemacht hatte. Neu aufgemacht, das klingt auch falsch. Neu installiert hatte. Haben müssen tun. Ja, wir arbeiten noch am Deutsch, Mr. Entertainer. Yes, I will. I stick to English now, because I'm much better with it. Weiß, das war jetzt grammatikalisch nicht besonders korrekt. Right, Dude. Alright, da ist ein 121er. Wenn er hier rumkommt. Kommt er hier rum? Ne, der fährt direkt durch. Ich habe ihn einmal eingegeben, aber mehr geht halt nicht. Habe ihn nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen und sogar gekettet. Aber er repariert. Ich werde mal auf ihn drauf fahren. Oh, wobei, da kommen die IS-7 oben. Oh, da kommt eine ganze Menge hoch gerade. Oh ja, da solltest bitte nicht so ganz Vollgas drauf fahren. Oh Gott, please. Kommt gleich schon zur Hilfe. Ist das eine doofe Situation jetzt? Oh ja, ziemlich. Kann auch nicht großartig was machen. Kann höchstens versuchen, ein bisschen zu decappen. Ja, das wäre der einzige. Das sind eh nur noch 7 Sekunden. Ah, die Nochmal. E7 kommt jetzt voll auf mich rauf, ne? Ja, ich konnte auch nochmal decappen, aber das ist halt einfach. Haben sie gut gemacht, dass sie da so hart in den Cap gepusht haben? Boah, hat daneben geschossen. Boah, Hilfe mit der E7. Habe jetzt erstmal den ersten rausgenommen. Ich komme jetzt rum. Helft dir mal. Vielleicht fahrst du einfach mal zurück. Ja, ich versuche, zurück komme ich nicht großartig, Warte. ne? Aber. Ich versuche ihn. Wer geht gerade nicht? Versuch mal irgendwie rumzufahren. Lass dich nur nicht. Ja. Falls er nochmal schießt, fahre ich an dir vorbei. Okay, nice. Alter, das war mal Teamwork. Das war geil. High Five mit unseren. Mit unseren Schwängeln. Juan, warte. Na, ja. Hier war der High Five. High five.
Klatsch. Super. Mensch, zwar eine scheiße Runde von mir, aber das war gut ausgespielt. Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich ehrlicherweise schon gedacht, du machst es nicht mehr lang. Ah, ich habe mich nochmal zurückgezogen im richtigen Moment. Ich habe versucht, ein bisschen den Schuss abzupassen, weil ich dann gehofft habe, dass der ins Leere ging. Der hat nämlich danach, davor schon mal einmal verschossen. Aber dass das so funktioniert, ey, Ja, ist ich war auch natürlich überrascht. auch. Ich dachte auch, die Captain ist durch. Also. Ja. Ja, die standen da halt voll im Feuer, ne? Also, die Arti hat's auch gut gemacht. Ja. Wird gut reingehalten. Oh. Ja, das war ja eigentlich nicht so eine lange Runde, aber eine Runde gab's ja schon mit dem Amis 5020. Ja, leider immer noch nicht so besonders gut. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder eine gute Runde mit dem zeigen kann. War zumindest mal ein Sieg. Und zumindest ein bisschen Schaden und zumindest ein bisschen EP. Ja, mehr kann ich da nicht tun. Mal gucken. Ich habe gar kein Premium-Konto mehr, sehe ich gerade. Ja, das war's auf jeden Fall erstmal von dieser Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.